Moin Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge GTA Vice City. Weiter geht's. In der letzten Folge mussten wir wieder wie früher alles vom Anfang aus spielen. Wir haben ja kein Geld mehr. Mann. Ich finde, man verdient auch so wenig in diesem Kack. Im Moment. Ich überlege vielleicht mal mir nochmal das mit der Kirche hier. Oh, warum ist immer die Musik eigentlich an? Das kackt, das fuckt ab. Und ich hoffe, weiß, GTA 6 wird nicht so scheiße wie der fünfte Teil. Eigentlich eine Blamage in der Story war. Na gut, Trevor. Es gab's Trevor, okay. Was habe ich denn hier? Pillen, such dies. Das machen die Bots echt immer mit Absicht, ne? Es fuckt langsam ab. Von einer meiner wichtigeren Fragen: Warum muss es anfangen zu regnen? Warum jetzt? Also 8000 Mücken. Ist immer noch super wenig, Alter, ich hasse es. Nur es ist unmöglich, Geld zu verdienen, wenn man nur Scheiße bekommt. Kriegt höchstens einen Schlag in die Fresse, weil ich weiß ganz genau, dass eine dieser Aufgaben unmöglich ist, zum Beispiel die hier. Mit dem Kirsch, mit dem Cherry Popper. Warte mal. Ah ja. Speichern hier. Komm, falls mich die Polizei verhaftet, wisst ihr? Dann haben wir gespeichert. Was für 6 Nuts? Hier ist die Polizei. Obwohl die Polizei auf dem Bürgersteig rumsteht, da mache ich diese Zeilen nicht an. Systems,
Ich muss gut aufpassen wegen der Polizei jetzt. Okay. Ich muss aufpassen, dass hier keine Polizei ist. Junge, ich mache hier Drogendeals, weil ihr wisst. Okay, jetzt muss ich aber aufhören. Jetzt muss ich aber weiter. Polizei! Oh, guck mal hier. Junge, wie viele Deals soll ich abmachen? So, hier in der Innenstadt habe ich schon Angst. Bye bye. Was war das denn? Bisschen nach links und rechts gucken. Ja, das sind jetzt 8 Deals. Mal gucken. Ich werde eine ganze Folge Kirchendrogen abliefern, Alter. Na, ihr Polizisten, Polente. Nee, Bullen. Waren wir eigentlich schon mal auf dem Strand? Ey, ja, lass das mal auf dem Strand machen. Mal gucken. Nur ihr, wollt ihr was? Glaubt mir, das sind gute Sachen. Sehr gute Sachen für euch. Tut euch auch in der Seele gut. Ja, ich bin guter. Tut mir leid, ich muss hier durch. Er hat sich festgepackt. Flucht! Oh her, ne? Was ist das denn hier? Oh, eine Motte. Ja? Er ist festgepackt, Alter. Alter, 14 Deals. Oh, wollt ihr was? Oh, her! Geh weg! Oh Gott, er ist der Nächste! Gib Gas! Gib Gas! Oh Scheiße! Wie ist das hin? Oh shit! Gib Gas! Junge, er ist schneller als ich! Ah. Bleib mir fern! Bleib mir vom Leib! Ich fahre ein scheiß Auto! Wie viel soll ich stehlen? 60 wurde mir gesagt, ne? Das sind Polizisten.
ich muss hier mal durch. Da sind Polizisten, Bullen. Bullen sind nicht gut fürs Geschäft, besonders hier in Vice City. Besonders wenn meine Reifen in den Boden backen. Ach ja. Gib Gas! Gib Gas! Das hier. Junge, 20 Deals schon abgeregelt. Ich habe 20 Deals einfach geregelt. Wieder verpackt. Sagt er ja oder sagt er nein? Okay, okay, ein Eis mit doppelt. Doppelt gemobbelt. Doppelte. Die doppelte Dosis. Wie davon soll ich eigentlich machen? Verkaufen? Hier ist meine Mafia. Ja, der greift mich, der schießt ohne Grund auf mich ein.
Okay. Ist nicht verboten. Jetzt habe ich Granaten. Nimm mich auch mal, Malivero, du kleiner Hund. Ich habe mal eine Frage, wenn man ja sich diesen Puffclub da holt, kriegt man denn von diesem Club eigentlich Geld? Weil ich meine, man hat sich den ja gekauft. Das heißt, meine Frage ist echt mal. Ob ich den Laden eigentlich brauche oder nicht. Weil ich meine, wenn da ja kein Geld reinfließt, dann das ist einfach Geldverschwendung von mir. Fühl ich zwar jetzt gerade gar nicht, aber naja. Irgendwoher wusste ich schon wieder, dass Musik an ist, Alter. Kommen wir mal kurz zum Laden. Irgendwo da unten war ja noch was, was ich mir angucken werde. Boah, leck mich. Ihr blocket das Strip, Alter. Ja, blocket. Blocket das Strip, Alter. Ah!
gibt's denn für einen Laden? Mr. Rossetti Klamotten. Okay. Kann ich jetzt da Geld abheben oder was weiß ich? Oder muss ich da jetzt irgendwie irgendeine Scheiße machen? Und wie fett sind die? Ich will nur gucken, wo man Geld kriegen kann. Wir haben fast 30 Folgen. Damn you chicken. Weitere 20.000 und ich könnte mir dann die Taxiladen holen, also die Taxenimmobilien. Ich glaube, wir wollen uns erstmal hier ein bisschen umgucken, ne? Was wir hätten im ersten Part auch können, ne? Das Ding ist, ich wollte mal was gucken und zwar bin ich ja jetzt hier. Hier ist also das letzte Auto, was mir noch fehlt. Hat nämlich sich mal jemand gesagt, hier fehlt noch ein Auto, und zwar ein Geländeauto. Und man kann hier auch noch diese Figuren sammeln, also... Ob ich schaffe, alle zusammen, ist eine andere Frage, aber ich glaube schon. Ich meine, wir haben 8 von 100, wenn eh nicht mehr so viele. Wir waren ja auch schon an so einem Transporter. Tatsächlich, das ist einfach einer der letzten Wagen, der uns fehlt. Aber diese fetten Dinger hier. Gehen wir mal hier rein. Ich habe gesehen, es sind ja eh nicht mehr so viele Aufträge. Spiel auch so genial gemacht manchmal. Junge, was ist hier wieder los?
at that shirt, man. It's rad. He always lets me. Und hier ist die Figur, die ich vergessen habe. Jo. Hat dir jemand mal gesagt, ja, du hast ein Dings vergessen. Du hast ja auch nicht mehr so viele Immobilien, die du kaufen kannst. Mir fehlt jetzt nur noch dieses Kinoteil. Dann noch. Aber bei dem Kirchteil bin ich mir nicht Freizeit. Hier finde ich die Vice City Kleidung geiler. Alter! Freizeit! So die übliche No. Jetzt war noch eine Klamottenladen, den gucke ich mir auch mal an. Wow. Ach, guck mal hier! Das, was wir mal in einer Mission hatten, ne? Wie viele hast? Wie viele Ehemänner hat sie gesagt? Ich habe morgens meine Sachen zu verlieren. Get that shirt, man. It's rad. I'm learning all about smuggling. Kotzt zwar schon an, aber jetzt nicht so heftig, dass ich sagen würde, ich habe keinen Bock mehr. Scheiß Taxi, Alter. Das war voll gezielt. Habt ihr auch gesehen. Die Freizeitzeitung hatten wir auch noch nie an, ne? Ich gerade sehe deutsche Flagge, Alter. 10 von 100. Kugelsichere Weste wurde im Ocean View Hotel abgeliefert. Okay. Fahren wir ein letztes Mal nochmal hier hin. Und dann gucken wir uns irgendwann mal das hier an. Hm.
Für die nächsten Videos überlege ich mir, mache ich vielleicht 50 Minuten, weil ich habe echt keinen Bock mehr, so kurze Videos zu drehen davon. Speichern erfolgreich. Okay, Leute, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir müssen jetzt erstmal hier weg. Denkt man noch, wir sind Mörder hier. Na gut, wir haben gerade jemand abgemurkt. So, die haben mich angegriffen. Also. Ist mein Laden. Und 30.000. Jetzt verstecken wir uns nochmal hier oben. Dann denke ich mal, haben wir es eigentlich für die Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, wie immer, lasst ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.